Hallo und herzlich willkommen bei The Green Hell. Ja, ich habe mir jetzt ich bin das Tutorial auf Leicht auch nochmal durchgegangen. Und wir schauen uns den Survive-Mode jetzt einmal auf Leicht an. Das macht, glaube ich, mehr Sinn als auf Mittel. Also im Stream haben wir es mit Mittel probiert und da habt ihr mir schon einiges Interessantes gezeigt, beziehungsweise haben wir schon einiges Interessantes gelernt. Wir haben auch ein paar interessante Orte gefunden. Und jetzt möchte ich mal schauen, wie ich es mit Leicht hinkriege. Ob es leichter ist, aber wahrscheinlich schon. Also, wir können ziemlich viel bauen, wir können einiges craften und ich weiß mittlerweile auch, wie ich besseres Werkzeug herstelle. Also ich habe im Stream wirklich viel gelernt und ich habe vielleicht auch so die eine oder andere Runde für mich probiert. Auch möglich. Na komm! Er lädt noch. So. Also, der Überlebensmodus. Gut. Da ist eine Kokosnuss und wir Maden. Knochen. Immer doch. Maden und Knochen sind immer gut. Haben wir irgendwo ein Seil? Könnten wir bitte irgendwo ein Seil herkriegen? Für das Wasserproblem habe ich jetzt, glaube ich, auch schon eine Lösung gefunden. Ah, da sind sie alle. Her. Und gib her. Ja, gut. So, jetzt habe ich einen Knochen. Und ich habe es. Nein, ich kann also ein Knochenmesser machen. Schön. Genau. Das war gerade mein Ziel. Stöcke nehmen wir auf jeden Fall auch. Nehmen wir die mit. Nehmen wir sie mit. Danke. Eine Kokosnuss. So, die brauche ich für meine Pläne. Brauche ich ein paar Kokosnuss. Da hinten ist noch einer. Ich nehme an. Aber mehr Kokosnüsse würden nicht schaden. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dankeschön. Damit stellen wir uns gleich was her. Nämlich gleich mal Verband herstellen. Kann nicht schaden. Haben wir gelernt, das braucht man schneller als man denkt. So, in dem Rucksack ist wichtig, dass das Zeug optimal liegt, damit man mehr reinkriegt. So. Pilze. Nehmen wir mit. Okay. Jetzt bräuchten wir irgendwo einen halbwegs ruhigen Ort. Mit einer halbwegs schönen Fläche. Egel, schön, wir haben es schon wieder gefunden. Weg mit ihm. Noch mehr Seile.
Maden und Knochen, Dankeschön. Der ist hier. Das sieht doch eigentlich nett aus. Ja, ja, kümmern wir uns gleich drum, dass du durstig bist. Ach, das kannst du nicht mitnehmen, genau. Doch, gut, er ist durstig, dann tun wir mal was. Wir trinken. Gut. Dann müssten wir wissen, wo wir uns platzieren wollen. Regnet's? Aha. Aber ich bräuchte eine halbwegs gerade Fläche. Irgendwo. Mit. Auf dem Weg ist sicher nicht so gut. Wie wär's denn? Achso, ich habe keinen Platz mehr. Wie wär's denn da oben? So, jetzt haben wir auch kleine Stücke ein paar. Wie schaut's denn da oben aus? Da haben wir keine größere Fläche. Sammeln. Auch wenigstens ein bisschen eine Fläche. Unten darüber. Mhm. Müssen wir erstmal die Schlange abschießen. Ja gut. So, Knochenmesser bitte auch wieder nehmen. Mitnehmen, dankeschön. Wäre es hier flach genug? Drüben. Da wäre schön. So, und da. Sagen wir jetzt zum Beispiel einmal, wir wollen ein Bett bauen. Wir können auch sagen, hier wollen wir jetzt ein kleines Feuer. Wir können auch sagen, wir wollen eine Steinfalle. Die würde ich dann nochmal hier hinbauen. Dann können wir schauen, dass wir das ganze Zeug mal fertig kriegen. Kleines Feuerhammer. Will mal wieder kleine Stöcke und Palmblätter. So, die Palmblätter holen wir uns gleich da. Und da bin ich auch drauf gekommen, das haben wir im Stream viel zu umständlich gemacht. No? Ja, keine. Okay, dann halt nicht die, dann nehmen wir die. Gut. Ich habe schon wieder da was. Weg damit, danke. So. Kann ich diese Palmblätter nehmen? Nehmen. Ich kann da mehr als eines nehmen. God, I'm thirsty. Machen wir gleich. So, dann suchen wir uns jetzt wieder unseren Bauplatz da drüben. Geben die Palmblätter mal rein. Holen uns mehr.
Palmblatt, Palmblatt, Palmblatt. Ja, gut. Also man kann nicht nur ein Palmblatt nehmen, man kann mit 5 Palmblättern rennen. Damit ist das Bett dann doch etwas schneller gebaut als gedacht. So, das legen wir mal da weg. Dankeschön. Und wir hätten jetzt was zum Schlafen. Wir haben ein Feuer. Auch wenn ich noch das Problem habe, ich weiß noch nicht, wie ich es anzünde, aber das werden wir dann alles rausfinden. Die anderen Palmblätter lege ich jetzt da dazu. Okay. Und dann müssten hier irgendwo noch trockene Palmblätter sein, genau. Normale Palmblätter hier. Okay, dann hätten wir hier sogar noch Seile, die nehmen wir auch. Passt. Passt. So. Das hier ist auch irgendein Kraut. Also ich weiß noch nicht wofür. Aber wir nehmen sie mal. So, und jetzt bräuchte ich einen langsamen Moment. Warte mal, ich wollte probieren, ob ich es schaffe. Wo ist mein Knochenmesser hin? Ist auch schon ein paar Mal passiert, wenn man irgendwo drauf schießt. Okay, mein Knochenmesser ist weg. Dann tun wir jetzt mal was gegen den Durst. Trinken. Sammeln. Essen. Essen. Jetzt sind die da drinnen. Und die kann ich am Boden fallen lassen. Absicht. So, da auch noch einer. Und sobald es jetzt regnet, füllen sich die mit sauberem Wasser. Ist schon leer. Sammeln. Essen. Essen. Ah, die gefällt mir da nicht. Die legen wir ein bisschen weiter daneben. Hierher. Nicht den Knochen. Haben wir das eigentlich da? Nein, das legt sich immer drauf. Okay. Also ich muss mich immer bewegen, damit ich da noch eine hinplatzieren kann. So. Auf jeden Fall haben wir da jetzt schon 4 Schalen, die Wasser sammeln für uns. Ich habe jetzt einmal das. Ich habe trockene Blätter, die gehen wir mal daher. Stein. Stock herstellen. Gut, damit haben wir mal eins. Jetzt können wir so einen kleinen Baum da umschmeißen. Also für alle, die meinen Stream gesehen haben, ihr seht es bei leicht, ist es deutlich leichter. So. Mit dem hier können wir was herstellen. Und zwar habe ich jetzt noch einen Knochen. Und ich brauche ein Seil. Damit haben wir einen Knochenspeer. Der hält schon mehr aus als der normale Steinspeer. Stöcke nehmen wir auch, weil die brauchen wir auch. Ja, wir arbeiten schon am Trinken. Oh. Und wenn ich jetzt hergehe, dann sehe ich, da ist sauberes Wasser drinnen. Dann können wir jetzt noch die eine Kokosnuss, die wir haben, auch noch austrinken. Sammeln. Essen. Essen. Wir können die hier auch noch dazulegen. Und die hier auch noch. Da sehen wir, da ist schon wieder was drin.
Da ist was drin, da ist was drin. Schauen wir mal auf die Uhr. Wasser ist voll, wunderbar. Damit hätten wir mal das Wasser auf die Schnelle mal erledigt. Kochen wäre das nächste Problem. War da irgendwo ein Stein rumliegen vielleicht? Ah, cool, noch eine Kokosnuss. Dankeschön. Noch eine Kokosnuss. Oh, ich bin hier im Paradies. Ich habe übrigens schon wieder irgendwas an mir. Okay. Oh. Ich habe aber noch keinen großen Stein gefunden. Okay, einen großen Stein bräuchte ich. Einen nur. Einen einzigen. Zumindest für diese Falle. Bei dem Wasser da unten werde ich nicht trinken. Schaut nicht garantiert schmutzig aus, oder? Ja. Danke für den großen Stein. So, das Seil. Und jetzt brauchen wir da noch einen Köder. Einen Köder. Wir könnten das Klapperschlangenfleisch nehmen. Und dann hoffen wir, dass sich da was rein verirrt. Und ich habe ja einen Speer. Ich möchte jetzt probieren, ob ich mit dem nicht auch schon fischen kann. Also wenn das funktioniert. Muss ich wahrscheinlich so machen, oder? Mal schauen. Die Fische stört's, wenn ich da drinnen rumschleich. Da kommt die Fische. Brecht das eigentlich wieder ab? Gar nicht gut. Ein Stock. Schauen wir mal kurz zur Falle rüber. Ich denke nicht, dass die so schnell was hat. Ja, ist noch da. Muss man wahrscheinlich auch anders fangen. Ich habe schon wieder Blutegel an mir.
Man braucht Gott sei Dank nur noch den weißen Kreis suchen. Das reicht. So. Wasser haben wir noch genug. Wir bräuchten schon langsam ein bisschen was zum. Ach, wir könnten die mal essen, bevor es verfallen.13 Stunden. Mist. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Gute Nacht. Warum geht eigentlich meine Gesundheit runter beim Schlafen? Weil, keine Ahnung. Okay. Stellen, cool. Gar nicht aufgefallen da drinnen. So, wir hätten hier ein Feuer. Ich habe keinen kleinen Stock. Na komm. Kleiner Stock ist gut. Sammeln. Sammeln. Okay. Gut, herstellen. Herstellen. Benutzen. Moment, trockenes Blatt. Ja gut, anzünden. Dann haben wir hier Klapperschlangenfleisch. Wir haben hier Maden. Und wir hätten hier nochmal Maden, aber das geht gar nicht, okay. Mist. Es ist realistisch, wenn es regnet, kann ich also nicht kochen. Gut. Hab's befürchtet, aber jetzt weiß ich's, okay. Oh. Ich habe schon wieder irgendwas an mir. So, die sind fertig. Dann gehen wir die anderen Maden. Warte mal, die sind gekocht. Die sind roh. Gehen wir mal da rein. Nehmen Sie. Kann man noch was kochen? Ich weiß nicht, diese Pilze. Nö, den Pilz. Ah, nee. Kann man auch nichts machen damit. So, und das Fleisch ist gleich durch. Hält jetzt auch wieder einen Tag. Die Maden essen. Gut, kosten mich zwar geistige Gesundheit, geben aber Protein. Okay, das Fleisch hat ihm gefallen.
Gut. Wasser haben wir genug. Okay. Also das wären so mal quasi die minimalen Grundlagen. Jetzt könnten wir uns überlegen, wir bauen uns ein Zelt, damit wir auch kochen können. Wenn es gerade regnet, da gibt es einen kleinen Unterstand. Hüttenunterstand. Kleiner Bambusunterstand. Bambus habe ich hier nicht gesehen. Ich würde sagen, wir nehmen uns den hier. Gut. Kann ich dich drehen mit der rechten Maustaste? Okay. Kann man das über die Matratze drüber bauen? Also übers Bett? Ja, könnte man. Das Lagerfeuer? Nein. Wie schaut es mit sowas aus? Das könnte man da drüber bauen. Doch nicht. Da drüben kann man es bauen. Hier könnte man es bauen. Okay. Dafür brauche ich Holzscheide als erstes. Okay. Heißt, ich bräuchte jetzt diese Bäume hier. Aber ich würde sagen, das gibt es dann beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, ciao und baba. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.